So Leute, und da stehen wir wieder einmal bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Motti-Rückkehr. Vor den Orks, zwischen den Orks und den ganzen Menschen, die hier alle noch in schwarzen Rüstungen gehüllt sind. Es ist ein großer Tag heute in Kurenes, auf der Insel Kurenes. Heute wird entschieden, wer stärker ist, wer mehr Mut aufbringen kann, wer mehr Durchhaltevermögen zeigt. Werden die Orks gewinnen oder werden die Menschen gewinnen? Die Hüter sind aus dem Weg geräumt. Jetzt bleibt nur noch der Kampf zwischen Menschen und Orks. Und das, meine Freunde, werden wir heute versuchen. Ich konnte es natürlich nicht lassen und habe schon mal offscreen ein bisschen rumgebattelt. Und ich muss sagen, es hat gleich beim ersten Take funktioniert. Ich habe es gleich beim ersten Mal geschafft. Obwohl es extrem heftig geruckelt hat. Deswegen werden wir jetzt noch eine Kleinigkeit einstellen. Und zwar muss ich das alles ziemlich runter machen. Wir machen mal alles raus, was so geht. Okay. Aber man merkt schon, es hilft auch das Runterstellen der Texturdetails und so nichts. Es ruckelt einfach übel. Ich weiß nämlich noch was anderes runterstellen kann. Die Auflösung wohl nicht. Das wäre fatal. Ich kann also jetzt nichts anderes. Also ich werde das mal so lassen jetzt, weil probieren wir es mal so noch. Aber das wird ja. Also man merkt es nicht wirklich, dass es besser wird. Aber wir werden es wahrscheinlich im Kampf ein bisschen merken. So, okay. Also wir stehen jetzt hier und wir sollen uns jetzt neben wem sollen wir uns nochmal positionieren? Ich habe es schon wieder vergessen. Tut mir leid, ich bin so vergesslich. Jetzt müssen wir erstmal, genau, wir müssen erstmal checken hier in unserem Inventar. Wir müssen das uns alles erstmal zurechtlegen, dass wir hier bestmöglich kämpfen können. Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Einhänder, das geht schneller. Armbrust brauchen wir in dem Fall gar nicht, die stört uns jetzt nur. Da wir eh keinen Schaden kriegen, ist die Rüstung eigentlich völlig egal. Es geht jetzt um die Runen, geht es jetzt noch. So, Runen. Zorn der Erbauer brauchen wir eigentlich nicht. So, Todeswelle ist ein Risiko, weil ich damit meine eigenen Leute umbringe. Aber sie ist sehr, sehr effektiv. Wir können aber mal noch gucken. Das Kreuz der... Oh, wir haben das Kreuz der Elemente sogar noch. Okay. Aber das wird uns, weil das Single-Target ist, wird das uns gar nichts bringen. Dämonen beschwören. Pff, die Dämonen gehen aber auch auf die Menschen dann wahrscheinlich los. Also wir haben runenmäßig nichts Tolles da. Wir könnten mal versuchen, eine Eiswelle zu zaubern. Aber ansonsten... sieht es da ganz schlecht aus mit Runen. Wir haben hier noch Monster schrumpfen, aber so groß sind die Monster doch nicht. Energie stehlen, Skelett erschaffen, Steinwächter erschaffen. Ihr seht schon, das wird uns alles nicht weiterhelfen. Wir müssen echt jetzt auf Todeswelle in Kombination mit Eiswelle wetten. So, ich werde das jetzt nochmal abspeichern. Und zwar hier. Und mal gucken, ob wir es auch wieder beim ersten Take schaffen. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt nochmal hin? Aber ich glaube... Ich soll mich neben Lee hinstellen, genau, so war's. Ich hoffe, dass alles klappt. Dann sage ich jetzt mal, Film ab, Leute, und toi toi toi. Okay, das ist ein bisschen fummelig. Ich muss mich irgendwo hier hinstellen, das weiß ich. Oder war es hier vorne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir kriegen das schon hin. Eigentlich war es, oder hier war es, ah ja, okay. Mein Fehler. So, das Problem ist jetzt allerdings, dass die alle halt voll hier reinrennen, ohne Gnade. Wir können halt nur probieren, so gut zu helfen, wie es geht. Aber ich höre schon Orks sterben, das ist sehr schön. Ich friere halt leider meine eigenen Leute gerade ein. So. Und jetzt zaubern wir mal richtig los. Jetzt erwischen wir leider wahrscheinlich ein paar von unseren eigenen. Und ich kann mich gerade nicht drehen irgendwie. Tut mir sehr leid, aber ich muss das so tun. Besser als so drauf zu gehen. Er merkt schon, mit dem Schwert zu kämpfen, pff,
Das ist gar nicht. Das funktioniert einfach nicht bei dem Geruckel. Man muss es irgendwie so versuchen. Und ich hoffe, dass sie das schaffen. Ich hoffe es. Ich sehe schon, die Magier hier ihre Zauber wirken und so. Das sieht so heftig aus. Ich glaube, wir sind aber ganz gut dabei eigentlich, glaube ich. So, mal gucken, wie es aussieht. Jetzt ist natürlich die Taste wieder gefreezed. Aber das ist unmöglich zum Spielen. Unmöglich. Man kann nichts machen. Ich kann nur hoffen, dass ich den richtigen treffe hier. Ich kann es nur hoffen. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein, nein, nein. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Diesmal. Ja, ich will nicht Lord Hagen hauen. Nein, will ich nicht. Ich kann nichts machen. Das ruckelt einfach viel zu stark. Okay. Also wir scheinen es geschafft zu haben. Aber mit derben Verlusten. Es sind sehr viele Leute draufgegangen. Sehr viele. Unter anderem auch die süße Abigail, von der wir wohl niemals einen Kuss kriegen werden jetzt. So, Vatras lobt uns auch. Jubelt uns zu. Oh, oh, guckt euch das an, wie viel Wassermagier draufgegangen sind. Also das ist nicht das Ergebnis, was ich haben wollte. Aber wir machen mal weiter. Aus einem bestimmten Grund, dass wir mit der Geschichte weiterkommen. Ich werde aber nochmal versuchen, den Kampf etwas schöner zu lösen, okay? Aber jetzt reden wir erstmal kurz mit Lord Hagen hier und mit Lee. So, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Aber es macht keinen Sinn, das jetzt noch 30 Mal zu probieren mit Aufnahme. Wir haben ja auf jeden Fall offiziell gewonnen. Ich will nur die Verluste noch etwas reduzieren. Denn das gefällt mir gar nicht. So, okay. Ausgezeichnet. Wir haben den Kampf gewonnen. Wir haben es geschafft. Lee? Was ist mit dir? Bist du verletzt? Verdammt. Es sieht so aus, als hätten diese Kreaturen mich erwischt. Verfluchte Orks. Du musst sofort auf den Hof, sonst wirst du verbluten. Mit mir ist alles in Ordnung. Ich brauche nur ein wenig Ruhe. Lee? Verdammt! Was ist das? Was ist mit Lee? Es scheint, als hätten ihn die Orks im Kampf schwer verwundet. Er muss schnellstens auf den Hof gebracht werden. Diese verfluchten Kreaturen. Als wäre nicht schon alles schlimm genug, müssen wir nach einem solchen Sieg noch unseren Kommandanten verlieren. Na gut, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich persönlich um den General. Ich werde alles in meiner Macht Stehende für ihn tun. Dir möchte ich für deine Hilfe in dieser Schlacht danken. Sie war von unschätzbarem Wert. Dafür gibt es keinen Grund. Ich habe nur gekämpft wie alle anderen. Ja, wahrscheinlich habe ich die meisten von unseren eigenen Leuten erwischt, aber pst, das muss ja nicht jeder wissen. Was wollen wir als nächstes tun? Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, eigentlich sollten wir unsere derzeitige Position absichern, indem wir unseren Vormarsch fortsetzen. Aber unsere Verluste in diesem Kampf waren viel zu groß. Ich glaube nicht, dass mehr genügend Männer geblieben sind, um die Belagerung des Klosters aufzuheben und die Stadt zu befreien. Das verstehe ich. Aber wir können doch nicht fast die Hälfte von Kurinis in den Händen der Orks belassen. Der Krieg auf dieser Insel ist noch nicht gewonnen und bestimmt werden sie demnächst eine neue Armee hierher in Marsch setzen. Deswegen musst du dir keine Sorgen machen. Es ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Warum bist du dir da so sicher? Weil ich sehr gut weiß, wie die Orks normalerweise ihre Kriege führen. Ich bin mir sicher, dass ihre Kommandeure beschlossen haben, ihre gesamten Reserven hierher zu beordern. Sie wollten uns mit ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit erdrücken, aber wie du siehst, hat das nicht funktioniert. Dadurch haben sie einen Großteil ihrer Truppen verloren und haben jetzt keine Verstärkungen mehr. Also sind die Orks, die es jetzt noch zu bezwingen gilt, die verbliebenen Reste auf dieser Insel. HMMM, na gut,
wollen wir hoffen, dass du recht hast. Und was glaubst du, was die Orks als nächstes tun werden? Nichts. Wahrscheinlich werden sie in der Stadt ausharren, wie die Maulwürfe in ihren Löchern. Und auf einen günstigen Zeitpunkt warten, um uns ein Messer in den Rücken zu jagen. Es wäre also ein Fehler, zu glauben, dass die Bedrohung durch die Orks endgültig vorbei ist. Diese Kreaturen sind sehr schlau. Sobald sie einen Schwachpunkt bei uns entdecken, werden sie sofort wieder zuschlagen. Ihre Kräfte reichen dafür noch vollkommen aus. Und was sind deine nächsten Schritte? Das ist ganz einfach. Ich werde die Reste meiner Männer auf den Hof führen und dort eine Verteidigungsstellung einnehmen. Ich glaube, dass Lee genauso handeln würde, wenn er noch befehlen könnte. Wir dürfen diese Stellung auf keinen Fall verlieren, weil wir keinen Platz mehr haben, an den wir uns zurückziehen könnten. Naja, und irgendjemand muss sich um die Orks kümmern. Eine andere Lösung sehe ich nicht. Interessant, und wer soll das deiner Meinung nach sein? Ha, wer wohl? Ich dachte, dass du hast die Fähigkeit, du könntest es machen. Mir scheint, dass du meine Kräfte ein wenig überschätzt. Ganz und gar nicht. Ich rede ja nicht davon, dass du die Stadt stürmen sollst. Ich schlage lediglich vor, dass du ein bisschen Panik in ihren Reihen verbreitest. Das ist soweit klar, aber warum sollten wir das tun? Was meinst du mit warum? Das wird ihnen begreiflich machen, dass wir nicht so einfach mit bloßen Fäusten zu bezwingen sind. Und sie werden es sich 100-mal überlegen, ob sie es wagen, uns anzugreifen. Obwohl, ehrlich gesagt, du kannst natürlich gern versuchen, Corinnes vollständig zu befreien. Ja, genau. Aber ich glaube, dass dafür sogar deine Kraft nicht ausreicht. Also mache einfach nur das, was ich dir vorher gesagt habe. Das ist alles, was ich von dir verlange. Na gut, wir werden sehen. Ja. Wie ich das sehe, werden wir sowieso die ganze Stadt befreien, also von dem her ist das nicht so tragisch. Ich brauche Hilfe. Für einen Einzelnen ist es einfach zu schwer, gegen so viele Orks zu kämpfen. Ich habe nicht genug Leute. Jetzt zählt jeder Mann. Aber du kannst gern die Unterstützung von Freiwilligen in Anspruch nehmen, die nicht darauf verzichten wollen, dir zu helfen. Ich persönlich habe nichts dagegen. Gut. Ja, das werden wohl wieder meine eigenen Freunde sein, meine Ängsten. Wie sieht's aus? Jetzt, wo diese riesige Armee der Orks besiegt ist, können wir aufatmen. Leider haben wir in dieser Schlacht schreckliche Verluste erlitten, aber anders war es einfach nicht möglich. Am Ende haben wir trotzdem gewonnen. Nur das Set. Selbstverständlich. Ja, da hat er wieder ein bisschen Salz in meine Wunden gestreut. Ja, es war ja meine Schuld, dass wir so viele Verluste hatten. Oh Mann, ich werde das ja bereinigen. Irgendwann. Also wer das aufräumen will, viel Spaß. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal beenden. Und vorher noch ein paar Takes machen, für mich alleine, um die Verluste gering zu halten. Wenn ich das geschafft habe, dann werde ich wieder zuschalten im nächsten Part. Und dann werde ich euch das erzählen, ob das geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat, dann nehmen wir diesen Speicherstand natürlich, obwohl das halt sehr verheerend ist. Ich sehe da sehr viele bekannte Gesichter, Haufen Feuermagier und Wassermagier, und das ist einfach nicht gut. Wobei ich glaube, dass es die Feuermagier gar nicht erwischt hat. Oh doch, ein paar Feuermagier. Mal gucken, wen es da überhaupt erwischt hat von den Feuermagiern. Also, tot sind Gorax, Hyglas, Daron. Iskaroth ist tot. Nicht schön, gar nicht schön. Ein Haufen No-Name-Ritter hier. Die Piraten sind wahrscheinlich alle draufgegangen. Haufen Jäger sehe ich hier tot am Boden liegen. Godar, ich dachte schon, dass Gorn tot ist. Oh. Ja, aber auf jeden Fall, ich werde es versuchen, Leute, da noch was zu reißen. Ich meine, man muss ja zugeben, es war der allererste Versuch, das zu schaffen. Mit Aufnahmen. Das hat eigentlich gleich von... Was, Laris Freund? Ah, das ist eine Waffe. Oh nein, das heißt, Laris ist tot. Oh, Laris. Wo ist ein Laris, Freund? Ist das Ding so schlecht, oder was? Wundert es mich nicht, dass der verloren hat. Alter, wo ist denn sein Schwert? Oha, ich finde das gar nicht.
Naja, vielleicht habe ich es auch gerade übersehen. Naja, auf jeden Fall scheiße gelaufen eigentlich. Werde ich neu laden dann und es versuchen. Ja, so lange erfreut euch an diesem Part. Es hat natürlich geruckelt wie Sau. Ich werde versuchen, das irgendwie jetzt nochmal runterzustellen, dann nochmal einen Run zu machen. Vielleicht muss ich sogar die Auflösung minimieren, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber weiter runter als 100 kann ich eigentlich nicht. Aber selbst das läuft jetzt nicht flüssig, weil ich einfach zu viele Entities hier rumliegen. Das ist einfach zu viel. Das wird auch später beim... Okay, oh scheiße. Also wenn Gothic so aussehen würde, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht let's played. Also das ist ja... Ich glaube, dann hätte ich es auch gar nicht gespielt. Das sieht schon aus wie in den... Na, sag mal, in den Mid-90ern. Würde ich jetzt mal sagen. Also so sahen die Spiele in den Mid-90ern. Also 95, 96 vielleicht. Eventuell noch 97. Ja, so ungefähr. Hat sowas von Doom oder Quake Grafik. Na gut, okay Leute, ich will jetzt hier nicht weiter rumlabern. Ich mach das so wie besprochen. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem richtig Spaß gemacht. Weil das ist ja der Kampf, auf den wir jetzt so lange auch gewartet haben, diesen Endkampf. Die, die es nicht wussten, die haben sich da wahrscheinlich ein bisschen überrascht gefühlt, dass es doch noch so ein riesiger Kampf kommt. Aber die es von Anfang an gewusst haben, denen war ja klar, dass dieser Kampf irgendwann kommt und wir werden den auch meistern. Und dass es saumäßig ruckelt, aber das ist nicht so wild. Ich werde das jetzt versuchen. Und da hinten sind auch noch genug Orks übrig dann später. Wir werden auch noch zusammen ein bisschen rumlaufen und ein paar Viecher töten. Wir müssen die Taverne noch befreien. Das mit dem Kloster kommt noch, die Stadt natürlich Kurines. Wir haben noch einiges zu tun hier. Das Let's Play ist an dieser Stelle natürlich noch lange nicht aus. Wir haben schon noch ein paar Parts vor uns. Aber das Ende ist schon in Sicht. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Part.